Weiter mit der nächsten Geschichte, Nummer 3. Bitte, Anna. Oh, das Mikro. Danke. Also Geschichte Nummer 3 ist, ich bin mit dem Zug nach Paris. Ich bin mit dem Zug nach, wo gucke ich jetzt hin, welche Kamera da? Mit dem Zug nach Paris gefahren, Gepäck im Gepäcknetz verstaut. Und dann wurde ich doch müde, aber das Abteil war voll. Und dann habe ich mir ein Abteil gesucht, was leer war, wo ich mich schlafen legen konnte. Und als ich aufwachte, war der Waggon, wo mein Gepäck drin war, war abgekoppelt und ist nach Warschau gefahren. Und das habe ich auch nie wieder gekriegt. Das ist erschütternd, tragisch. Ja, da waren bestimmt ganz wichtige persönliche Erinnerungsgegenstände drin. Ja, haben wir denn noch einen Anrufer zu diesem Betroffenheitsthema? Nein? Ja, hallo? Ja, hallo, wer ist denn da? Hier ist Bartholomäus, ich hätte da eine Frage an Anna mal. Ja, genau, darum geht es ja auch. Bitte. Kann ich jetzt mit dir sprechen? Ja, kannst du. Anna, es ist so, ich bin nicht verkabelt, ich kann dich nicht sehen, ich höre dich nur im Radio. Muss aber sagen, dass du eine wahnsinnig angenehme und auch erotische Stimme hast. Das ist wirklich schade, dass du nur Scheiße redest. Ich kann jetzt auch nicht mit dir sprechen, weil ich kein Mikro habe. Oh ja, oh Scheiße, Entschuldigung. Das ist mein Job als Moderator. Tut mir leid, Oliver. Du bist doch Oliver, oder? Nee, das war Bartholomäus. Bartholomäus, oh, Entschuldigung. Ich danke dir trotzdem, Bartholomäus. Wir konnten nicht zusammenkommen. Ging einfach nicht. Ja, macht ja nichts. Naja, ist ja auch hier kein Kontakthof. Ja, haben wir noch einen Anrufer? Weiter. Ja, so, dann machen wir jetzt gleich weiter. Das Rateteam hat nun seine kleine Bedenkzeit. Die fällt aus. Oh ja, ist ja sowieso alles abgesprochen hier im Studio. Vorher haben wir das alles tausendmal geprobt, deshalb klappt es so gut. Bitte, Carsten, du fängst an. Mikro. Ja. Dann Carsten. Kein Problem. Also ich setz mal auf die Beutelgeschichte, Anna. Beutel, ja, die eine Beutel, die man angeblich dir aufgezwungen hat. Mit dem gefalteten Tausender. Also ich fand das mit dem, ich nehme da Bezug auf das Fail und auf diesen Ersatzmann, den du da hast. Und wenn man sich das mal so ein bisschen freier denkt, ja, Beutel, tausend gefaltet, was für ein Beutel eigentlich? Das Grotum? Es war kein Beutel, es war eine Tasche. Du hast Beutel gesagt, ja. Habe ich Beutel gesagt? Ja. Habe ich Beutel gesagt? Nein. Ich habe Tasche gesagt, ne? Und selbst wenn sie Tasche gesagt hat, hat sie Beutel gedacht. Was heißt hier Philipp in die Mitte? Ja. Philipp, was Philipp in die Mitte, das heißt Philipp in Darf die Mitte. Darf ich jetzt nochmal, also ich meine, also dieses, die Sache mit dem irgendwo einen Beutel gefunden, ne, irgend so ein Typ und plötzlich ist der dann halt doch, also man hofft jedoch da, immer, dass der Tausender ja, Carsten, Kerl drin also, ist. Ja, Carsten, also wenn du jetzt mal bitte auf den Punkt kommen möchtest. Du bist nicht der Einzige hier. Ja, aber ich muss doch auch mal bitte sagen, wieso ich die Geschichte gut finde, weil... Also es war kein Beutel. Ich glaube, du findest nicht die Geschichte gut, du findest Anna gut. Du hast gehört, richtig. So, bitte, jetzt Frank. Beutel haben keine Reißverschlüsse. Ich will jetzt mal fertig werden hier. Ja. In den letzten 30 Sekunden aufblühen, was? Ja, ja, natürlich. Die Pferde riechen den Stall. Gleich haben wir es geschafft, Freunde. Also bitte. Gutes Pferd springt höher, als es muss. Ich glaube, dass das Leben doch immer sehr skurrile Geschichten schreibt. Und da scheint mir doch Horst der Kanarienvogel... Also Wellensittich. Wellensittich. Wellensittich, Kanarienvogel, tragisch ist es. Ja, ist ja, der heißt auch gar nicht Horst. Das war doch Horst. Ja, vielleicht, wer weiß. Ach so, na gut, also Horst war's, sage ich. Das war Horst. Surrealismus. Gute? Ja, und ich glaube eigentlich eher an die Koffer. Weil das hört man, die anderen beiden Geschichten, die hört man andauernd irgendwie erzählt von allen Leuten und so. Und das mit den Koffern, ja. Also es gibt alte Tanten, die ihre Tausender verstecken, aber so leicht. Allerdings, so leicht findet man sie dann doch nicht. Eher in Büchern, glaube ich. Ja. Eher Bücher, ja. Also, was das mit war's? Den, ja, mit den Koffern. Ja, wer jetzt gewonnen hat, kann uns Maria dann mal erzählen. Maria hat mindestens genauso eine erotische Stimme, wie sie Anna hat. Das können wir gleich hören. Passt auf, Freunde, an den Radiogeräten besonders. Ja, Philipp, es war Geschichte Nummer 2. Nummer 2? Ja. Bravo. Oh. Das war die mit dem Bock. Wer hat denn jetzt gewonnen? Carsten, schon wieder Carsten. Eine super Stimmung hier im Studio. Carsten. Toll, danke. Ich freue mich ganz besonders, dass du unser erster Gewinner bist.
Carsten, ganz toll. Anna, komm bitte zu mir. Ja, eine super Stimmung hier im Studio. Das war's mit unserer Schuschu-Show. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen, auch wenn die Technik nicht so ganz perfekt war. Ja, sollte es noch weitere Sendungen geben, dann entnehmen Sie die doch bitte. Sehr etwas kleiner Boulevard. Geniale Hamburger Band. Ein Quiz, eine Lesung. Peter Ehrlich, was wollt ihr mehr? Dranbleiben. Längsten Peter Ehrlich Show der Welt. Untermaßen ihr Ver- ihr. Oh, Scheiße. Henrik Peschel und ich habe von Peter Ehrlich die Aufgabe bekommen, diese Sendung ein bisschen aufzulockern mit ein paar kurzen Einspielfilmen. Ich habe mir da einiges aus meiner Videowand, die wir hier im Hintergrund sehen, rausgezogen und mal so ein kleines Potpourri zusammengestellt, das doch den einen oder anderen hoffentlich anspricht. Unter anderem dabei einige alte Kurzfilme, nach denen ich immer wieder gefragt worden bin, einige Bandvorstellungen, Hamburger Bands, die ich live gefilmt habe, und ein Film, der Hamburger Bürger in den Fußgängerzonen zeigt, zu dem Thema Erich Honecker. Den Film haben wir im Sommer aufgenommen und wollen nochmal sehen. Muss ich nochmal machen. Von Anfang an? Ich hab mich jetzt verzettelt, ja. Ganz Ostdeutschland erhebt sich aus den Ruinen und beißt sich nach drüben. Kannibalischer denn je. Blutigste Exzesse an der Zonengrenze. Jetzt schon verboten. Oh, back to you.
wieder mal etwas Musikalisches. Tokotronic aus Hamburg haben neulich im Pharmakino gespielt und ich kann nur sagen, mir gefällt diese Band sehr gut. Also los geht's, ich fange.
dem Fahrrad in ein anderes Stadtgebiet. Sag Hallo zu einem Mädchen, das dich erstmal übersieht. Lade sie zum Eis ein, Stracciatella oder Nuss. Vielleicht bedrückt sie was, über das sie reden muss. Um 2:30 habe ich noch ein Lied gemacht und ich rufe eine Freundin an. Mitten in der Nacht und ich singe es ihr durchs Telefon und es sagt, ich liebe dich. Juhu! Kurz bevor ich auflege, schäme ich mich. Wir erinnern uns alle wieder gerne, die Reeperbahn war voller deutscher Biertrinker und wir sind schon vorher in eine Kiezkneipe gegangen. Ja. Nächster Film heißt Habe keinen Hunger, haben wir neulich mal gedreht, vor ein paar Jahren. Zeigt Thorsten Stegmann, wir kennen ihn alle, prominenter Hamburger Musiker und zu der Zeit hat er noch in der Mönckebergstraße gesessen. Fresca.
como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primitiva. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Ja. Ja, den habe ich verloren. Der muss einen anderen Sinn haben. Ja, und Sie? Was fällt Ihnen dazu ein? Gar nichts im Moment. Was ist für Sie der Sinn des Lebens? Ich muss schon sagen, saufen, saufen, ja. Saufen. Ja. Saufen, ja. Und noch irgendwas anderes? Nee, sonst ist nichts mehr los, Alter. Ja. Doch, wenn wir keine Nummer schieben, dann ist auch noch ganz viel. Und unsere Freunde. Ja. Und was ist für Sie der Sinn des Lebens? Ja, saufen, saufen, nochmal saufen. Und gibt es dann noch irgendwas anderes? Nee, das, ja, und schlafen und ab und zu mal essen. Und wie lange machen Sie das schon? Ach, so lange. Ich habe eine Trinkerkarriere von 30 Jahren hinter mir. Auf der Gesamtschule dort selbst, du hast bis vor anderthalb Jahren, nicht? Richtig? Nee, auf dem Gymnasium bin ich. Also hier steht, auf dem Gymnasium nebenan ist die Gesamtschule. Ja, okay. Ja, gut, das haben wir uns geeinigt. Bis vor einiger Zeit warst du in Rostock zu Hause. Hm. Und war es dort so, wie es auch jetzt hier auf der neuen Schule ist, dass der, der innen sein will, Markenklamotten tragen muss? Immer so eine Art Stern vorne auf den Klamotten oder irgendwie? Ja, also es ist schon ein großer Unterschied hier zwischen Aachen und Rostock, so wie ich das jetzt erlebt habe. In Rostock, also da konnte man echt nur wer sein, wenn man ausschließlich Markenklamotten trägt und so. Und hier ist man auch ohne Markenklamotten angesehen. Ab und zu, irgendein Teil kann natürlich von einer bestimmten Firma sein, ist nicht schlimm. Aber hier geht man mehr nach den Menschen selbst noch, wenn man sich Freunde sucht, als wie in Rostock das der Fall war. Also ich habe viele in Rostock erlebt, die sind eben ohne Markenklamotten rumgelaufen und die sind dann eben Außenseiter gewesen. Heißt das, man muss Markenklamotten tragen, um in der Clique anerkannt zu werden? Also in Rostock war das sehr stark der Fall und hier in Aachen habe ich damit überhaupt keine Probleme gehabt. Und hier kommen die Freunde aus allen Schichten, tragen alles und keine Außenseiter da. Wir wollen jetzt nicht den Krieg Aachen-Rostock entfachen, sondern das sind einfach Erfahrungen, die du gemacht hast. Du bist mal in Rostock in eine sehr unangenehme Situation gekommen, nicht? Ja,
Auf dem Weg von der Schule nach Hause, da musste ich durch so eine Engstelle und da hatte ich vorher eigentlich nie Schiss gehabt und so. Und als ich dann einmal nach Hause gegangen bin, da kamen vor mir drei Jugendliche, die sozusagen den Weg versperrt haben. Wie alt waren die? Die waren ungefähr 1 bis 2 Jahre älter als ich zu dem Zeitpunkt. Wie alt warst du damals? Ich war 15. Also 16, 17, sowas? Ja. Mhm. Und von hinten kam dann auch noch jemand, den habe ich erst später bemerkt, als ich von hinten also runtergerissen wurde auf die Erde. Dann habe ich nur gehört, dass sich einer dazu geäußert hat, was ich für geile Schuhe trage. Und dann haben sie sich dabei gemacht und mich im Liegen sozusagen versucht, die Schuhe auszuziehen. Und dann ja, konnte ich mich eben, dadurch, dass ich mich gewehrt habe, durch Strampeln und so, einigermaßen befreien, da ich einen am Kopf getreten habe irgendwie. Mhm. Und zu einem Zeitpunkt wurde ich dann nicht von keinem festgehalten und konnte dann also sozusagen weglaufen, dahin, wo mehr Menschen waren. Was sind denn geile Schuhe? Ja. Und zwar, du sollst mir sagen, wie dir dieses Gesicht gefällt. Wunderschön. Würdest du dich mit diesem Mann verabreden? Auf jeden Fall. Wirklich? Wirklich. Man muss am 11. November den offenen Kanal in Aldi Rockpalast gucken. Und da wird die Telefonnummer von diesem Mann eingeblendet. Dann rufst du den an. Ja. Gut, tschüss. Ciao. Ja, hallo liebe Zuschauer. Wir wollen heute in der großen Bergstraße und hier im Einkaufszentrum Billstedt rausfinden, was die Hamburger von Erich Honecker halten. Erich, menschlich gesehen. Hässlich. Hässlich. Ja. Absolut hässlich. Honecker menschlich gesehen, was fällt Ihnen dazu ein? Honecker menschlich gesehen. Ich meine, 33, da war ja einer von denen gewesen, der gemeint hat, er kann ein kleines bisschen die Welt noch verändern. Aber nachdem damals die Mauer gebaut wurde, da wurde eine Sau. Hast du vergessen? Ja. So DDR als Staat, was fällt Ihnen da ein? Pass mal, ich muss mit einem Namen leben, weil ich heiße Mielke. Verstehst du? Ja. Und ich bin eine Zeit lang in Berlin gewesen. Und mit dem Namen Mielke zu leben in Berlin, also das ist katastrophal. Ja. Ach so. Und Mielke und Honecker, also das gehört ja wohl in eine Preisklasse rein. Lebt man mit den Namen in Berlin, also da ist wirklich nichts zu lachen. Was ist denn da passiert? Ich wurde des Öfteren festgenommen. Festgenommen? Festgenommen. In West- oder in Ost-Berlin? Ja, damals war ja nun die Mauer gefallen, also ich bin in Ost- und ich bin in West-Berlin gewesen. Wie gesagt, also in Ost-Berlin, also mit dem Namen Mielke verhaftet zu werden, also das ist katastrophal. Besonders wenn ich nicht so persönlich kennenlernen. Ah ja. Und ich bin zu dem Zeitpunkt in Moabit gewesen, als Erich Mielke einsaß. Auch in Moabit? Richtig, wurde ich da eingeliefert. Also mit den Namen und dann in den Knast und mit dem Mann zusammen, also das ist wirklich alles vorbei. Vergiss es. Ach so. Da fällt mir ein, ein Politiker ist das, ne? Welcher Politiker ist das? Honecker. Wie finden Sie Honecker als Person, menschlich gesehen? Keine Meinung darüber. Keine Meinung? Nee. Warum nicht? Nö. Was wissen Sie über die DDR? Oh, viele. Wie fanden Sie das damals? Nicht schön. Ich finde es höchstpersönlich, meine Art. Ja? Wieso denn? Erzählen Sie doch mal über die DDR. Ja, was sagen Sie zu Honecker menschlich gesehen? Gut, ja, danke. Das ist eine Frechheit hier mit Honecker rumgelaufen. Der hat so viele Menschen aufgemessen. Ich glaube, die sind nicht ganz normal. Ja, aber wir wollen wissen, was die Hamburger zu Erich Honecker sagen. Mach doch bloß, dass du wegkommst. Sie sind von Kommunist. Sagen Sie doch mal hier, wie? Ich habe Ihnen das ja gesagt. Menschlich gesehen. Was ich denke, menschlich gesehen, habe ich Ihnen ja gesagt. Das ist eine Frechheit. Was ist eine Frechheit? Hier mit dem Kerl hier rumzulaufen, der so viel aufgemessen hat. Ist das illegal? Ja. Die kann man doch nicht wegdenken, das ist ein Teil Geschichte. Schauen Sie mal, ich habe ja oft alle gelebt unter ihm. Ja, ich auch. Aber ich schimpfe nicht so wie Sie. Na natürlich, das ist ja mein Recht. Da schimpfe ich genauso über Kohl wie Wörnecke. Ja, wieso? Kohl macht da auch nur Arbeitslose. Na und? Ach na und? Sie sind Rentner, Sie können sich das erlauben. Ja, natürlich, wenn ich das. Deswegen reden Sie so. Aber das ist ganz eklig. Oh, das ist aber wunderschön. Also ganz besonders dieser Rotton. Ja? Ja. Ganz sind toll. Sie modisch interessiert? Ja, ganz toll. Also, ein schönes Bild. Sie meinen, der ist gut angezogen. Ja, sehr, sehr vorteilhaft. Jetzt sommerlich schön, ne? Naturtöne, ganz toll.
dauern. Ja. Das Buch ist sehr lustig und ja. Weiß nicht, ob es angebracht ist, aber was soll's. Ansonsten... Ja, er lebt ja nicht mehr. Er hat es hinter sich. Ja. Ich weiß nicht, ob er die jemals so gut ausgesehen hat, aber ansonsten... Ja, ja, so in Ordnung. Ja, ich meine, da musst du wissen, du kommst von drüben. Das, ja, das musst du wissen, ne? Ja, von der Mensch nicht wissen. Gesehen. Das ja, ich bin weiß, das sieht besser aus. Du musst das wissen. Traummenschliche Züge. DDR, so als Staat. Ja. Er ist ein kleiner Rossi, er kommt von Was sagen Sie denn zur DDR, zu dem Staat damals? Ja, jetzt geht's erst Hallo, richtig jung. Ja, hallo. Das war unser Pressträger. Ja, war unser Pressträger. Ja, für 30, 14 Jahre. Darum ist er nach uns rübergekommen, sonst hätten sie ihn drüben behalten. Und wie mussten sie für dich bezahlen, dass wir dich gekriegt haben? Gar nicht. Gar nicht. Wir haben sie nicht gekriegt. Ja, dürfen Sie noch mal fragen, konnte er gern menschlich gesehen, was Sie da sehen zu der Person, was fällt Ihnen da so ein? Das ist ein Arsch für mich. Wahres Wort gesagt. Fertig. Ja, Korea, 8 Jahre in Zukunft. Damit bin ich durch. Ja. Das ist ein Arsch für mich. Das ist keine Aussage, Alter. Das ist keine Aussage. Die DDR hat... Der Spinner hat doch die da ganz runtergebracht. Und jetzt müssen wir die alle hier rüberholen und müssen für die bezahlen. Die sind in erster Linie schon hier sitzen. Nee, aber viele sind im Osten sind noch zufrieden mit ihnen gewesen. Ja, also, bin ich doch nicht mehr zufrieden. Das wurde teilweise schlechter wie unter der Zeit von Honecker. Muss man auch mal so sehen. Sonst würden sie auch nicht so viele rum hier machen. Ich habe meine Meinung gesagt und da mit bin ich durch. Für mich ist er indirekt der Urheber der PDS nach der Wende. Ja. Und aus dem Grund ist er auch für mich durch. Also PDS würden Sie nicht wählen? Nein. Wenn ich das so direkt sage, naja, darf ich ja, darf ich in Deutschland, wenn ich darf ja meine Meinung sagen, PDS, dann würde ich nicht wählen. Ja. Und damit ist das ein gut. Okay, danke schön. Hätten Sie noch den Ofen gehabt, ne? Irgendwo, ne? Den hätten Sie gleich mit verbrannt. Welchen Ofen? Was? Ja nun, warum hat Adolf der Führer nie einen Führerschein gekriegt? Er wurde doch übergebracht, wo der Vergaser ist. Und da hat er geantwortet, er ist in Auschwitz. Weil ungefähr kann man das mal sagen. Durchgefahren. Durch Rostock. Naja, ich finde das in Ordnung, dass er also jetzt, nachdem die Grenzen offen sind, dass er also... Ja, dass sie ihn laufen lassen haben, weil das ein alter Mann ist. Ja. Und ansonsten... So menschlich gesehen. Menschlich gesehen. Menschlich gesehen, ja. Wie fanden Sie die DDR als Staat? Als Staat fand ich sie insofern in Ordnung, weil das haben wir ja jetzt hier im Westen, das war besser für Alleinerziehende, für Kinder, für Familien mit Kindern. Da waren Kindergartenplätze flächendeckend. Ja. Zum Beispiel die Paragraph 218, die Lösung war besser als bei uns hier. Ja. Und also es war nicht alles schlecht, was sie gemacht haben. Ne? Ja. Mhm. Und Paare geht bei Arsch, wenn ich im Schleich hier. So sah eine ganze Arsch. Und ich interessiere mich nicht. Nee, das hat mich gerne zu tun. Ja, wir wollen wissen, wie Sie Honecker fanden. Ach, wir machen eine Umfrage, weil Honecker gestorben ist. Den haben Sie viel... Den hätten Sie sagen Sie in Ihre Meinung, nicht in die Kamera. Ja. Das brauche ich, in die Kamera sagen. Den hätte ich vor 30 Jahren standrechtlich erschossen. Schon vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren, gut. Diese, jetzt haben Sie ja schon eine richtige Antwort. Das größte Schwein war nach Hitler. Ja. Das ist erstmal mein Argument. Nach Hitler die größte Schwein. Er hat eine Diktatur aufgebaut, er nannte sich Sozialismus, hat aber eine hochgradige Diktatur gehabt. Ja. Hey, auf den Scheiterhaufen verbringen. Auf den Scheiterhaufen verbringen? Ja. Kann ich das nochmal... Ja. Auf den Scheiterhaufen verbrennen. Was haben Sie da für Gründe zu? Ich habe keine Lust, politische Debatten hier mit Ihnen abzuhalten. Nee, ich wollte machen eine Umfrage. Nee, ach, mit schlechtes Leck, ich hab Arsch, du Arsch. Hau ab, die Bombe.
war nicht ganz nett, weil die da halt ein bisschen gefangen waren, ne? Und was ja, das ist jetzt wieder alles. Fein. Meinst du, Honecker sollte bestattet werden in der BRD? Mir ist das eigentlich egal, also. So, gut. Vielen Dank für deine Antwort. Ja, was fällt dir da spontan so ein? So, DDR. Ja, würdest du Honecker einschätzen, die Person? Ja, was fällt dir als erstes zu ihm als Person ein? Ja, Staatsvorsitzender war, für DDR. Ja. Und was noch? Sympathisch, unsympathisch? Unsympathisch. Warum? Ja, weil ich 15 Jahre in dem Staat gelebt habe. Ah ja. Wo hast du gelebt? Deswegen. Ja. Nicht gerade. Gute Erfahrung mit dem Jungen. Was meint ihr, wie könnte das sein? Politiker? Ja, der kommt aus der DDR. Wie könnte der heißen? Weiß ich nicht. Der ist jetzt gerade gestorben. Ach so, warum hieß der? Ich weiß nicht mehr. Was fällt Ihnen dazu ein? Kenn ich den nicht mal. Kennen Sie? Erich Honecker. Ja. Was fällt mir dazu ein? Ehemaliger Staatspräsident der DDR. War Ihnen der sympathisch? Was sympathisch? Dazu will ich nichts sagen. Ne? Sie haben gesagt, dass ich dazu den sehe. Das sind ja schon wieder Fragen. Was fällt mir dazu ein? Also lieber keine Fragen. Nee, Fragen. Nee. Achso. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und Sie sollen spontan sagen, was Ihnen dazu einfällt. Diese Person da im Bild. Ich zeige Ihnen das einfach mal. Person da. Ach so. Da wurde ich gefallen, denn ich komme von Helmut Schmidt. Die sieht mir von Helmut Schmidt aus. Aber ich sehe da nicht hier. Also ich entschuldige mich hier. Wissen Sie, wer dieser Mann ist? Da denken wir, das ist Honig, ne? Das ja. Ist unser Erich Honig. Nein, das ist Honecker, ja. Der ist nett. Ich meine, der ist nicht nett, aber er guckt nett. Ach so, also er ist nicht so nett. Was wollt ihr jetzt von mir hören? Ist dir der sympathisch oder nicht? Eigentlich nicht so, nein. Warum? Weil er ein Arschloch ist. Ich will nicht umgehen, mein Schweiß weg, der Scheiß, der hat Millionen Menschen auf die Kette gebracht. Ja. Der hat sie alle umgebracht, der Wichser, Mann. Dass der überhaupt nicht mehr noch leben darf. Wenn ich da was zu sagen hätte, den hätte aber ich... Aber Honecker ist jetzt tot. Kerkermäßig, den rausholen, wieder nochmal aufhängen. Der ist doch tot. Ja, das macht doch nichts. Einmal hochholen, nochmal auf Bismarck und dann nochmal neu aufhängen. Wo? Und dann wieder einkugeln und dann anschließend den Scheiße wühlen. Das kannst du aufnehmen, den wir doch nicht aufhören. Ja, der nimmt das also auf. Aber das Ding alter an, ist das Ding nicht anders. Und dann immer in Scheiße zum Schluss in die Mistmaschine rein und in den Beton und in den Elbe rein. So, und das gibst du weiter. Ist das nicht ein bisschen radikal? Ja, das ist noch milde. Das ist ein mildes Urteil von mir. Ich bin nämlich Richter, denk da an. Hast du gehört? Das ist milde. Ja. Den kleinen süßen Sack da. Wen jetzt kommen die alle anderen geschissen. Erst rein sie alle Honni, Honni, Honni. Und jetzt kommen sie an. Bessi, Bessi, Bessi. Noch wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben sie jetzt. Kurze Frage. Vergleich Kohl und Honecker. Oh, Kohl, also ich arbeite doch hier. Die geht das so gut. Du kannst doch fressen und saufen, was du willst hier. Du musst doch nicht zur Arbeit gehen. Wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, dann wird das ja wohl nichts. Ja. Und da hier natürlich alle keine Völker, die nur spazieren gehst, guck dir mal an, wie was hier. Was sagen Sie zu den Punks nochmal? Die hätte ich alle in einen Zaun geschmiert. Da hier, guck mal, das große Grundstück jetzt hier. Ein Zäun und dann alle rein. Und dann? Die Fabrik und immer laufen lassen. Was denn? Wenn die Steuerkarte, kennst du gar nicht die Steuerkarte? Doch. Ach, die kennst du nur. Was sollen die aber arbeiten? Nur von Ansehen. Was sollen die arbeiten? Ja, was sollen die arbeiten? Hab keinen Bock und Bock oder was? Damit die nicht an der Elbe in Lehmhütten wohnen bauen. Wo die Elbe, die Dinger mit Türeingänge. Was bauen Sie so? Wir bauen alles, Sozialwohnung, jede Menge. Ja. Warum sind die stehen geblieben? Die haben auf uns geschimpft wie die Arschköpfe. Ihr Wessi, Schweinehunde, Schweinehunde. Jetzt kommen wir an. Dann lassen wir die Mauer zumachen wieder. Dann machen sie den Drahtzaun vor. Und sagen, wir wohnen wieder da. Nee, die wollen ja gar nicht. Weil sie ihren Trabi, da haben sie 40 auf so ein altes Dinkel, so einen Trecker. Ja. Und jetzt kommen sie an und kommen auf die Mercedes, alle steigen sie um. Ja. Wie kommt das denn? Wie finden Sie einen Trabi? Ein Trabi? Na, du sagst doch nicht, dass das ein Auto ist. Willst du mich beleidigen das? Oder was? Was ist das? Das Trabi, der ist vor 400 Jahren mal gebaut worden. Den sollen sie mal ins Königreich zurückschicken. So eine Bombe auf, dass das Ding nicht platzt da gleich. Da haben sie so wieder reingeknallt.
Erster Eindruck? Ist nicht ganz so das Ziel. Ja. Nee, aber ich meine auch so, also du würdest dir nicht anhören, so zu Hause. Nee. Ja, wenn das ein Radio spielen würde, ich würde nicht gleich umschalten, weil ich höre einfach, was da gespielt wird, aber meistens nicht auch Kassetten auf. Was hört ihr normalerweise? Also, was hören wir normalerweise? Ich höre eigentlich alles. Was? Hip-Hop und so. Public Enemy? Also, Also mit sowas könnt ihr gar nichts anfangen, oder ja, wie? Ja, warte mal. Vielleicht oder so. Von deutschen, aber deutschen Rapper. Ja, das waren ja nun auch deutsche Texte, aber du magst die Musik nicht, oder? Die Musik mag ich nicht. Ja. Und du? Auch nicht. Was hörst du sonst? Auch Hip-Hop. Ah ja. So. Gut, jo, alles klar. So gut von dem Band, ne? Ja, und die Musik? Nicht so mein Ding, ne. Magst du auch deutsche Bands, oder? Nein. Ja, was hat denn daran gefallen? Ich fand die Melodie von dem Text immer so das Gleiche, irgendwie so. Naja. War die zu monoton, die ja, Musik? Ja, war mir zu monoton. Ja. Was kaufst du dir denn für deutsche Platten? Deutsche? Habe ich jetzt gar keine gekauft. Gar keine. Nee. Und eher so englischsprachige, oder? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was ich so höre? Ja, was du so... Ich höre gerne Soul mehr. Ah ja. Oder auch was... so wie Spin Doctors oder was. Also Rock. Ja. Hm? Soul. Ja. Okay, dann vielen Dank. Bitte, tschüss. Gefällt nicht. Ja. Mir gefällt zum Beispiel moderne Musik. Moderne Musik? Ja, ja. Wie kommt Ihnen das, wann schätzen Sie, von wann ist das? Wie alt ist das? Nur vielleicht 50er Jahre. 50er Jahre? Ja, 50er Jahre. 60er Jahre? Ja, 60er, ja. 50er. Ja, ist 90er Jahre. 90er? Ja. Welche? Fünf Freunde heißen die aus Hamburg. Ach so. Ja. Moderne Musik. Ja, ich habe nie gehört. Macht nichts. Was hören Sie für moderne Musik? Was für Bands? Nun, zum Beispiel Genesis, Yes. Ah ja, so Rockbands. Ja. Mhm. Ja. Gut, vielen Dank. Ja. Tschüss. Was bedeutet das? Hat mich überzeugt. Was würdest du den kaufen? Müsste drauf zahlen, glaube ich. Müsstest du drauf zahlen? Hier. Oder wer das verkauft? Ich weiß es ja nicht. Weißt du, wie die Band heißt? Kennst du dich mit moderner Musik aus? Nee, so modern bin ich nicht. Also, was hörst du sonst für Musik? Radio. Was ist deine Richtung? RSH, so. Ja, so Enjoy ab und zu mal. Aber eher als Radio. Ja, ja. Und ja, was schätzt du, wie die Band heißt? Gib mir einen Tipp. Anfangsbuchstaben oder so. F. Ich meine, F. Fünf Freunde heißen die. Fünf Freunde. Kennst du nicht? Doch. Doch? Ja, die Band gut. Kennst du. Ja. Wunderbar. Wisst ihr, was habe ich jetzt gewonnen? Und gar jetzt nix. Müssen wir noch wissen, was du in dieser Tüte für eine Platte hast. Was sich da drin befindet. Ein Anruf beantworten. Ja, in der Platte. Ja, das wäre jetzt in der anderen Tüte, was wir meinen. Ist da eine Fünf-Freunde-Platte in der Tüte? Was wäre wenn? Wenn, dann hättest du einen Preis gewonnen. Dann dürftest du in die Sendung kommen. Nee, ist nicht. Was ist sind nicht. Denn da zum Beispiel für populäre Bands drin? Beastie Boys, gab es ein Sonderangebot. Wollte ich schon immer mal haben. Ja, gute Platte. Das ist eine gute Platte. Und was ist da noch so? Was ist das für Musik? Ja, kommt aus Bristol, so. Ja. Nicolette. Soul. Dance Floor. Massive Attack. Ah ja, das hast du so. Ja. Die hängen damit zusammen. Oh, ja, so, die, ja. Gut. Okay, danke. Super, ja, dann bist du am 11. im offenen Kanal zu sehen, am 11. November. Super. Ja, freue ich mich schon. Gut, ciao. Ja, tschüss auch. Rockpalast für Arme. Da treten Bands auf, wir hängen etwas mit der Zeit, deswegen geht das ganz schnell.
Und jetzt spielt da eine Band live und darüber freue ich mich echt ganz besonders, weil das ist Arbeit, aber es ist besser als Playback und leichter als Playback, aber es ist trotzdem Arbeit. Und sie sind hier und wie die das damals immer gesagt haben, weil wir stehen eigentlich auf die alten Zeiten. Offener Kanal Hamburg, proudly presents, live as our guest in the night of the long knives, die Nacht der langen Messer, die fünf Freunde! Du bist schon 13 Jahren hier und ich hab dich noch nie gesehen. Das ist komisch, nein, ich kenn mal jeden, der hier so lange wohnt. Ich bin geblieben, Mann. Jetzt ist es spät, ich ziehe vor. Was ich habe, ist schon ertrieben auf der anderen Seite, der anderen Seite. Mich versuchen in einer Wache oder zwei. Wir sind längst so weit, wir sind mal hier und warte schon eine Viertelstunde auf den nächsten Tag. Ich bin geahnt, dich da zu treffen, nicht geblieben, Mann. Sich allein an diesem Arm. Alles, was ich habe, auf der anderen Seite, der anderen Seite. Schön, jetzt endlich ohne Gesang. Instrumental, ein alter Soul-Klassiker. Dankeschön. Nur eine Nacht. Sprecht doch mit den Leuten. Sprecht doch. Fang an zu singen, Henning, wir blamieren uns. Nee, du weißt, was losgeht. Achso. Du weißt, was losgeht. Ich weiß genau, mein Blick ist scheiß, als der sagt, wie du jetzt gehörst. Und an den Heid ist ja unbequem, nur als der sagt, wie du dich entschämst. Wenn du jetzt so tust, als wäre niemals was gewesen und an mir vorbeischaust, so als wäre ich gar nicht da. Ich tue es mir zwar leid für dich, doch du kannst nicht vergeben. Und manchmal ist es besser zu vergessen, wie es war. Es war es, wie es ist, euren Kenny gesehen. Und ohne dass du sowas kannst, sonst du von dir erkennen. Es war bestimmt keine Chance, du hast keinen Grund, an mich zu verschwinden. Wir waren doch nur eine Nacht zusammen. Nur eine Nacht. Wenn du jetzt so tust, als wäre niemals was gewesen. Als wäre nie was gewesen. Thank you.
Vielen Dank. Punkrock, mit Punkrock soll es auch weitergehen. Kurzer Instrumentenwechsel. Wir sind die fünf Freunde aus Hamburg. Wir sehen uns Sonntag um 18 Uhr in Block D. Wir uns nicht. Wir stecken die Toilettenhäuschen dort an und trinken Jeverleid. Aber vorher noch Punk. Bisschen verstimmt, scheißegal. Kannst. Okay, ich fange an. Wir sind noch gut in der Zeit. Ich habe Zeit anzuzählen. 1, 2, 3, 4! In der dunklen Unterführung wollte ich es wagen, doch eine seltsame Furcht beschlägt mich und traute mich nicht zu fragen. Sag, ist es nicht die Einsamkeit, dann ist es die Schonungslosigkeit. Und ist es nicht die Schonungslosigkeit, dann ist es die Langeweile. Ich sag, Liebling, lass uns Waffen bauen, dann den Staat Schrott zerhauen. Ich sag, Liebling, lass uns Waffen bauen, dann den Staat Schrott zerhauen. Hey! Alles klar, wir machen das Interview hier. So, bleiben wir hier. Bleiben wir hier drin, dann kann man nicht... Ja, so, von wo? Sag auf Sendung, bitte ein bisschen schneller. Ja, okay. So, das soll jetzt ganz schnell gehen, ne? Ja. Seid ihr alle zusammen? Moment. Welche sind die wichtigen Kameras da? Gut. Seid ihr echt so gut befreundet oder tut ihr nur so? Boah. Und wie lange kennt ihr euch schon? Die Beziehung ist schon im Herbst oder noch im Frühjahr oder wie? Früher, immer früher. Tiefster Winter, oder? Ach, immer früher. Ach Quatsch. Doch. Früher, ja? Wir sind ein bisschen aus der Puste gerade von dem... Ja, ja. Gerockt, ne? Gerockt, sagt man jetzt. Und du bist aus gutem Hause mit so Querflöte und so? Ja. Ja? Gut erzogen. Gut erzogen, ja. Klassische Ausbildung? Ja. Jetzt hat mir einer gesagt, ihr... Wir haben vorher in einer Hip-Hop-Band Querflöte gespielt, aber ja. Das war damals noch nicht so zeitgemäß. Und als sie gefeuert worden, haben wir sie angeheuert. Jetzt hat mir gerade einer erzählt... Gut, was du sagst. Ja, ja. Jetzt hat mir gerade einer erzählt, das ist bei euch schwierig im Moment, weil ihr geht zu den anderen, zu den Bösen, also zu den Großen, also zu den Produktionsmittelinhabern, also auf die andere Seite. Das stimmt nicht ganz. Also die sind echt voll independent, die Jungs. Die sind dufte, independent. Punk hören die voll gern und so. Ja. Schenken uns Dosenbier aus und Cola und sind echt super, die Typen. Also das ist, die sind nicht böse. So. Ich weiß nicht, was die im Keller haben, aber nett sind die. Ja. Ja. Und ist das, also seid ihr voll drauf oder habt ihr noch andere Eisen im Feuer? Sowas wie Ausbildungskram oder so ein Quatsch oder sowas? Ich bin
Durchstudieren, auf jeden Fall. Ziehst du ein Studium durch? Auf jeden. Was studierst du? Was studierst du? Systematische Musikwissenschaft. Und du? Gar nicht. Bist du Hörgeräteakustikerin? Nee. Sondern? Tischlerin. Wollt ihr noch was sagen? Ja. Ich würde gerne der nächste Bundestrainer werden. Ich habe mich schon beim DFB in Frankfurt beworben, aber die haben sich noch nicht gemeldet. Also falls ihr da was anleiern könntet, wäre super. Ja, sag das nochmal in die Kamera, vielleicht guckt ja einer zu von... Also hallo, hier Jungs vom DFB, Egidius Braun und so. Ich ziele auf euch. Danke, okay, jetzt kommt diese Peter-Ehrlich-Show, zweiter Teil.